So, und das sind wir auch schon wieder. Stumm? Okay. Ich habe mich dafür entschieden, die Kampagne durchzuspielen und Loadouts. Ah. Schütze, Attentäter. Raketenwerfer, Archer, Tarnvorrichtung, Splittergranate, Sprengladungspack, Kugelschildbatterie. Kann man machen. Ich kenne mich dafür jetzt ehrlich gesagt noch nicht so gut aus. Panzer. Angriff, Panzer. Ich würde sagen, vielleicht, was hat denn der? Ach, das ist der mit Raketenwerfer. Nuklearausstieg. Löst beim Ausstieg eine Nuklearexplosion aus. Regenerationsbooster, Körperschilder, ist der regeneriert sich schneller. Ich nehme mal Angriff, glaube ich. Und so. Nee, Lobby nicht verlassen. Freunde einladen. Okay, jetzt muss ich gerade mal eben gucken. So, Lobby verlassen, ja. Mit privater Lobby wird hergestellt. Ach so, ich glaube, es gibt tatsächlich Privatspielen. Jetzt ist die Frage, komme ich mit anderen zusammen? Ah. Es scheint zu funktionieren, okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt versuchen wir mal. Okay, mit Z ist tatsächlich wo, Push to Talk. Beginn in. Oh ja, ein paar Sekunden. Dauert also noch ein bisschen. Ne, auf jeden Fall. Achtung, hier spricht Vice Admiral Graves. Wir haben die seltene Chance, eine komplette Milizflotte zu zerstören. Die Terroristen haben zwar kaum noch Treibstoff, aber ihre Verzweiflung macht sie unberechenbar. Unterschätzen Sie sie nicht. Die kommen nicht weit und werden in den nächsten Stunden wohl eine Tankeinrichtung überfallen. Spyglass wird sie briefen. Titan-Piloten, Sie werden Landungsschiffen an allen denkbaren Zielen im Yuma-System zugeteilt. Totalüberwachung wird an allen Standorten aufrechterhalten. Beim ersten Zeichen von Milizeinheiten gehen Sie runter und stellen sicher, dass die Flugabwehrgeschütze online bleiben. Feuern Sie nach Ihrem eigenen Ermessen. Seien Sie vorsichtig. Graves out. Okay, also tatsächlich auch diese Art Kampagne funktioniert im Mehrspieler. Das Private wahrscheinlich dann gegen NPCs ist scheinbar noch im Beta-Status. Jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Ich fürs guck mal, wie viele Folgen ich drehen kann. Ob es 15 werden wie bei Battlefield Hardline, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich vielleicht eher nicht. Aber schauen wir einfach mal. Ich habe mir jetzt noch dieses Wochenende vor uns Zeit genommen. Auch wenn ich eigentlich was ganz anderes drehen müsste, aber eigentlich zwei andere Sachen, aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, wie ich immer sage. So, auf jeden Fall, wenn ihr mir irgendwas habt an Tipps, Vorschlägen, postet es in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ihr habt hier Spaß mit mir. Ich bin hier absolut neu, ich habe noch kein Video gesehen, ich habe keinen Testbericht gesehen. Ja, ich weiß noch gar nichts. So, Betankungsüberfall, Hardpoint, Herrschaft. Die EMC bereitet sich auf Angriff der ersten Milizflotte vor, die kaum noch Treibstoff hat. Dein Pilot ist immer mit einer Primärwaffe, einer Handfeuerwaffe und einer Titanabwehrwaffe ausgerüstet. Na gut, gut zu wissen. Bis jetzt sah es jedenfalls aus, als käme mein PC recht gut mit den höchsten Einstellungen zurecht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. War der auf Spieler 5 von 18 scheinbar da oder ready? Oder konnten schon verbunden werden? Ich bin mal gespannt, ob das. Im Ah All ja, ist okay. Treibstoff alles und der Miliz geht er langsam aus. So, Nur auch hier sieben ein kleines Planeten im Intro. Jura-System können eine Flotte dieser Größe betanken. Das ist Boah. einer davon. Wir haben Geschütze wie dieses installiert, für den Fall, dass uns die Miliz einen Besuch abstattet. Hier ist Charlie und hier Bravo. Bravo, Lagebericht. Geschütze
ist online und einsatzbereit, Sir. Vice Admiral. Okay, das da hinten wird wahrscheinlich. Also, das da wird man wahrscheinlich nicht hinkommen, denke ich mal. Aber. Na, mal schauen. Sir, unsere Truppen stehen am Sammelpunkt Alpha bereit. Piloten, Sie haben heute die Chance, dem Grenzland Frieden zu bringen. Nutzen Sie sie. Piloten, sichern Sie die Hardpoints. Alpha, Bravo und Charlie. Der Rest kommt mit mir. MC Frontsoldat? Ah, es gibt also NPCs. So, Hardpoint-Herrschaft. Aha, verstehe. Kann man damit fliegen? Ah, ne, leider nicht. Wie es aussieht. Aber das ist auf jeden Fall A hier. Ah, das ist A hier, okay. Das müssen wir sichern. Hardpoint halten. Okay, die Geschütze, die schießen scheinbar automatisch. Okay, also haben wir hier tatsächlich sowas wie komme ich da hoch? Boah, ja, natürlich. So wie bei Loadout. Oha, oha, oha. Okay, Captain Dunham. Sofort wieder Belebung als Pilot spawnen. Okay, ach, das ist ein NPC. Da muss ich mich noch reinfühlen, glaube ich. Oha. Okay, damit. Als Pilot spawnen. Okay. Also damit muss man auch erstmal zurechtkommen. So, jetzt pass auf. Nein, da komme ich nicht hoch. Achtung an alle Einheiten. Geschütze auf Alpha sind online. Die Red Eye nimmt schweren Schaden. Pilot, zack. Warte mal. Oh. Charlie steht unter Beschuss. Heavy. Aber er hat nur noch 12%. Ah, den kriege ich von hier. Komm, da hätte doch sitzen müssen. Ah, mein Pilot ist voll einsatzbereit. Mein Titan. Mein Pilot, genau. Ich dachte, ich kann Piloten reisen. Wow, wow, wow. Okay, man sollte vielleicht alle, nicht. Die Schütze bei Bravo sind online. Wir schnappen uns die Red Eye. Man sollte vielleicht nicht so blind links übers Feld rennen. Wir verlieren sehr gut, Piloten. Rumpf integriert Red Eye bei 75% und sinkt weiter. Komm, lad nach. So, mein Titan ist ready. So, Titan. Achso. So, wo ist mein Titan? Ah, da unten. Shit! Rückzug! Scheiße, Alter! Alter, ist das heavy! Feuer! Und Feuer! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist diese nukleare Explosion, ne? Oder doch nicht? Okay, shit. Alter, was geht? Angriff, Verteidigung. Wir
Aha, okay, ich sollte mich vielleicht konzentrieren. Ich sollte mich vielleicht darauf konzentrieren. Hey! Dumme Drecksau! So, jetzt aber. Wo ist mein Titan? Da hinten irgendwo, ne? Hier. Okay, es geht also los. Boah, Kettenkanone. Ausweichen. Boah. Ach so. Ist es ein freundlicher? Okay, das ist ein freundlicher. Wie geil ist das? Das ist doch ein freundlicher, oder? Feuer! Wow. Hammer. Okay, wie sieht's denn jetzt eigentlich gerade aus? Die Miliz. Ich muss, glaube ich, echt mal gucken. Weg. Aha. Der war ziemlich am Arsch. Weiter so. Rumpfintegrität der Red Eye ist jetzt bei 50%. Achso, ich hab das unsichtbar machen, hab ich fast vergessen. Wow. Okay, das ist definitiv Hammer. Ich hab nichts. Zu Alpha vorrück. Feuer! Der läuft viel zu lange rum. Abschuss. Okay, mein Titan ist 6 Sekunden, wenn ich das nicht zusammen habe. Wow. Verdammte Angst. Okay, ich bin nicht sonderlich gut. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich hoffe, man wird es mir vergeben. An alle, Mission abbrechen. Wiederhole, Mission abbrechen. Wir verschwinden. Taktischer Rückzug angeordnet. Bergungsschiffe sind unterwegs. Begib dich zum Bergungsschiff. Okay, jetzt muss ich erstmal wissen, wo das ist. Wow. Verdammt. Es gibt hier definitiv natürlich, also es gibt Leute hier, die kennen sich natürlich hammermäßig aus. Okay, ich werde hier wohl nicht mehr spawnen. Nicht mal die Hälfte ihrer Flotte zerstört. 54 Schiffe, das war's. Wie viele davon waren Zivilschiffe? Die Zivilisten von heute sind morgen Rebellen, Sir. Was soll ich jetzt machen? Warten? Ach, scheinbar gibt es da Begrenzung. Jedes Team kann maximal zwei Mechs am Laufen haben, so wie das aussieht. Also sollte ich mich vielleicht eher drauf konzentrieren, nicht ganz so oft, weil, obwohl auf der anderen Seite, ich meine, ich muss es ja irgendwann kennenlernen.
I am Cow. Boah, schon krass. Verluste, Ping. Ping ist gar nicht mal so schlecht. Okay, das war also mein erster Einsatz. Als absoluter, totaler Noob. ja, was soll ich sagen? War sehr interessant auf jeden Fall. Was habe ich freigeschaltet? Neues Piloten-Loadout. Jetzt verfügbar in vorangestellten Loadouts. Okay, Tabelle. Oh, die gucken wir uns lieber gar nicht an. So, zurück. Jetzt einmal ganz kurz Piloten-Loadouts. Nahkampf. Ach so. Sprengler, Kugelschildbatterie. Okay, na gut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die nächste Folge. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Achtung, so, bis dann. Tschüss.